Herzlich willkommen. Ja, irgendwie scheint mir die Sonne ein bisschen zu sehr aufs Hirn. Also, herzlich willkommen zu Subnautica. Eine neue Folge, eine neue Runde, ein neues Glück. Wir hängen immer noch auf diesem Planeten fest. Wollen immer noch unten eine Basis bauen. Ja, damit machen wir jetzt mal weiter, oder? Okay. Wir haben unsere kleine Nussschale erfolgreich repariert. Status ist alles auf grün. Energie ist ausreichend vorhanden. Gut, wir haben das Schweißgerät gebaut. Aber wir brauchen ein bisschen mehr. Denn wir brauchen nochmal eine Pressluftflasche. Später vielleicht. Wir brauchen Schwimmflossen. Damit wir ein bisschen schneller vorwärts kommen und auch die Suche damit erleichtert wird. Wir brauchen Silikongummi. Für Silikongummi brauchen wir Silikongummi. Wir brauchen Winderankensamenbüschel. Und zwar zweimal. Okay. Und dann würde ich mir noch ganz gerne ein Überlebensmesser basteln. Dazu brauchen wir Titan, den wir schon haben, und auch Silikongummi. Also geht die Reise wohl zu den Winderanken. Okay. Und soweit ich mich erinnere, bei den Winderanken lungern unsere neuen Freunde rum. Und die wollen uns fressen. Also müssen wir clever sein. Jetzt lagern wir mal ein bisschen Zeug aus, was wir momentan nicht brauchen. Wir brauchen kein Quarz. Wir brauchen kein Kupfererz. Salz lassen wir auch mal da. Glas, Titan, 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 Titan. Den Feuerlöscher brauchen wir nicht. Silbererz lassen wir auch da. Da machen wir uns gleich nochmal ein bisschen was zum Schnabulieren. Und auch Wasser wird wieder knapp. Säurepilz, die Nacht bricht ein. Sehr schön, dann werden nämlich unsere kleinen Blasenfische nämlich müde. Und lassen sich leichter fangen. Erste Hilfe, tun wir mal einen weg. Okay. Ja, Metall können wir auch mal rüber tun. Brauchen wir nicht. Und dann ist das Lager relativ voll. Also gut, wir holen uns noch ein paar Blasis. Und wir sehen, dass wir nichts sehen. Da ist einer. Glaube ich. Jawohl. Hallo. Na? Schnapp. Ah, das sind unsere neuen Freunde hier. Sehr ähnlich den Walen auf der Erde. Aber da sind doch jede Menge Blasis. Blasi! Na komm, na! So. Du auch? Okay, da drüben noch. Jawohl. Und da war noch einer. Einen haben wir noch. Jawohl. Gut. Wir brauchen aber noch andere Fische. Und zwar... Du? Gary, komm. Kurz auftauchen. Oh, schaut so toll aus. Wow. Achtung. Yeah. Also, das schaut schon echt gut aus. Nichtsdestotrotz haben wir Hunger und wir haben Durst. Wir haben Hunger, 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 haben Hunger, 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 haben Hunger, 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 haben Durst. Okay. Wasser. Einmal. Zweimal. Dreimal. Machen wir viermal? Ja. Fünfmal. Nochmal? Okay.
wird ja nicht schlecht, oder? Jetzt aber. Dann, wir haben einen Lochfisch. Gallertartiges Fleisch mit gutem Nährwert. Naja, warum nicht? So, Gary. Einmal Gary, du stirbst für die Wissenschaft. Ein Bumerang. Ach, noch ein. Ja, wir müssen mal anfangen, das Zeug zu pökeln. Können wir aber gerade nicht, weil uns Salz fehlt. Okay. Dann würde ich sagen, Armbrot. Einmal, zweimal, dreimal. Ach komm, viermal. Der bringt plus 20. Naja, so toll ist der jetzt auch nicht. Aber ne... Okay, das ist ungefähr so wie Sülze essen. Oh. Da ist mir doch so ein Gary echt lieber. So, dann noch ein Boomerang und noch ein Boomerang. Warning. Blood loss detected. Was? Warum? Okay. Warum habe ich jetzt Schaden genommen? Ist wahrscheinlich die Sülze hochgekommen. Naja, wir haben auf jeden Fall 74 und 74 bei Essen und Trinken. So. Halt. Pilze haben wir noch. Ah. Gut, es ist Nacht. Also es ist dunkel. Wir wollten bauen... Was wollten wir denn eigentlich bauen? Irgendwas wollten wir bauen. Die Flossen. Lalalala. Also Silikongummi. Wir müssen immer noch zu den Wind... Ups. Zu den Winderanken. Aber im Dunkeln... Ist zwar gut munkeln, aber keine gute Idee, da nach den Winderanken zu schauen. Denn wie gesagt, das ist die Heimat von den kleinen, wirklich fiesen Fischchen. Metall können wir jetzt auch nicht einsammeln, weil wir noch keine Lagerkapazitäten haben. Wer bist denn du? Ein Schrank. Solarmodulfragment. Okay, dazu brauchen wir die Handscanner. Die Handscanner werden uns übrigens auch in der späteren Zeit dahingehend dienlich sein, dass wir... Caution. 30 seconds of oxygen remaining. Dass wir ein bisschen Forschung betreiben können. Wir können mit dem Handscanner so ziemlich alles einscannen, was sich hier, was hier so kreucht und fleucht. Und können damit unsere kleine Bibliothek auffüllen. Okay. Und diese Schränke sind einzelne Module, die wir beim Absturz quasi verloren haben, mit denen wir ganz tolle Sachen bauen können. Und das ist das Ziel. Ganz tolle Sachen bauen. Aber vorerst geht's zu den Winderanken. Und die Winderanken sind wo? Wo? Da hinten. Okay. Kurz Luft holen. Oh, und da sind sie schon. Das sind unsere neuen kleinen Lieblinge. Schnappi. Woanders wie bei dem Kinderlied schnappen die richtig zu. Ah ja. Das sind die Winderanken. Und ich schätze mal, das Gelbe da drüben sind dann die Samen. Wir holen mal Luft. Und ich schwimme einfach mal ganz still und heimlich zwischen ihnen durch. So, in der Hoffnung, dass mich keiner sieht. Jawohl. Dann nehmen wir jetzt mal ein paar mit. Müsste reichen. Sollte reichen. Du bist ein neuer Fisch. Die
Ich will dich haben. Jawohl. Und jetzt hoch. Wir haben einen Ich hab Schnappen hören. Jo. Jo. Jetzt aber nichts wie weg. Ich drehe mich auch nicht um. Nein. Kannst du vergessen. Ich hab Schnappen hören. Das reicht mir vollkommen. Ich muss ja auch noch sehen, wie er schnappt. Oder doch? Ach, diese Neugierde immer. Da ist er. Uh-oh. Und weg. Ich habe auch keine Lust, dass er uns folgt. Weil bislang hatten wir ziemlich viel Glück mit unserem Live-Pod, dass die sich da nicht rumgetrieben haben. Schauen. Ansonsten muss ich ihn auf eine andere Fährte locken. Nein, keiner da. Schön. So, rein mit uns. Puh. Geschafft. Na komm, Kleine, ich steck dich mal weg. Schmierstoff? Nein. Silikon. Da machen wir jetzt mal jede Menge. So viel, wie wir können. Ja. Na komm. Super. Müsste jetzt einfach mal reichen. Jawohl, einmal die Flossen. Und... Nee, ne? Ach komm. Reicht nicht. Mist. Oh, shit. Also wieder zu den Büschen. Einmal zu den Büschen. Wer bist du? Hallo? Ach so. Ach, das ist unser verfaulter Kieker. Den will noch nicht mal irgendjemand anders haben. Oh mein Gott. Oh. Okay, wir machen es mal von außen rum. Da sind auch welche. Schaut ein bisschen ruhiger aus, oder? Siehst du was? Rein. In der Hoffnung, dass da keiner ist. Komm, 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 komm. Ja. Okay. Müsste doch jetzt eigentlich reichen, oder? Da hinten ist unser Pott. Bleib lieber mal oben. So. Mal ein paar Meter. Jawohl. Und rein mit uns. Ja. Halt. Silikon. 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 Gut, dann kümmern wir uns jetzt aber um unser Mess. Warte mal, Titan haben wir drüben im Lager. Titan, Titan, Titan. Da. Nehmen wir mal eins raus. Und... Jetzt. Wunderbar. Ach, endlich ein Messer. Aber das Messer legen wir uns mal griffbereit. Jawohl, den Schweißgerät machen wir mal. Boah. Okay. Wir können schnell was trinken. Dann machen wir nochmal was zu essen. Nehmen wir mit.
bringt uns der Schwebefisch. Okay. Hui, plus 23. Und der bringt uns ein bisschen Wasser. Das ist nicht schlecht. Gut, so können wir es lassen. Dann haben wir noch einen für unterwegs. Das Silikon. Brauchen wir das? Ich möchte jetzt noch den Scanner bauen. Wo ist er? Da. Titan zweimal und wir brauchen eine Batterie. Für die Batterie brauchen wir halt Elektronik. Batterie. Zwei Säurepilze und Kupfererz. Kupfererz haben wir. Kupfererz, dann nehmen wir mal beide mit. Sehr schön. Dann bauen wir uns noch mal eine Batterie. Okay. Scanner, Titan zweimal. Für Titan müssen wir... genau. Den Metallschrott. Schauen, ob das reicht. Titan. Ja, sollte reichen. Das sollte doch reichen. Hä? Hab ich mich jetzt verschaut? Wir brauchen Kupfererz, das haben wir. Säurepilze. Genau, wir müssen nur schnell Pilze holen gehen. Ja, bleibt uns nichts anderes übrig. Jo, dann mal ab in den Wald. Aber die sind ja wirklich leicht zu erreichen. Die wachsen ja direkt vor der Haustür. Sehr schön. Na komm. So, 6 Stück haben wir. Reicht. Okay. Dumm. Was war das? Jetzt. Super. Wir haben unseren Scanner. Ja, so langsam wird's doch. Und mit dem Scanner können wir nämlich ganz lustige Sachen machen. Und zwar werden wir jetzt ein bisschen... bisschen einscannen, was wir einscannen können. Denn das gibt uns weitere Informationen. Und weitere Informationen sind ja nie schlecht. Und da oben, diese Kisten können wir nämlich nur mit dem Scanner entschlüsseln. So, Solarmodulfragment. Aha, 50%. Wir brauchen also nochmal eins. Segleiter. Den nehme ich jetzt noch schnell mit. Dann mal kurz hoch. Denn mit diesen eingescannten Fragmenten bekommen wir Baupläne. Und mit diesen Bauplänen können wir dann einen Segleiter bauen. Also sprich eine Seemotte. Wir können aber auch Solarmodule. Und so weiter. Sehr schön. Gut, Solarmodul ist freigeschalten. Können wir nicht scannen, gut. Aber wir können auch Fischis scannen. So. Ja, es ist wieder typisch, ne? Kaum neues Spielzeug und schon muss rumgescannt werden, wie blöd. Können wir dich auscannen? Na komm, lass dich scannen. Ja, können wir. Bei denen müssen wir allerdings aufpassen. Die pupsen. Wenn sie sich bedroht fühlen, stoßen sie diese gelben Dinger aus, die dann platzen und gelb werden. Und dieses Gelb tut uns mal gar nicht gut.
10 seconds of oxygen remaining. Vor lauter Scannen sollte man die Luft nicht vergessen. Wow, 3. Ja. Puh. Gut. Wir haben einen Scanner. Okay. Aufnehmen. Altkieker. Oh ja, wenn die hier schon so rumliegen, faul, nehmen wir die doch glatt mit. Sind die jetzt dann verwest oder nicht? Schauen wir mal. Was ist hier los? Warum piept's? Du warst viel zu lange dort unten in der mitternächtlichen See. Wo, siehst du nicht, was ich meine? Was? Okay. Also irgendjemand schickt uns anscheinend Nachrichten. Ja, aber dafür habe ich jetzt keine Zeit. Du warst dort unten zu lange. In der mitternächtlichen See. Das ist echt. Hunger! Können wir jetzt gepökelte Nahrung machen? Nein, dazu brauchen wir Salz. Aber das machen wir jetzt schnell mal. Indem ich mal ins Lager schaue. Quarz, da haben wir Salz. Dann nehmen wir jetzt mal einmal rüber. Ups. Einmal rüber. Einmal zack. Essen. Gepökelt. Dann machen wir doch mal gepökelte Kika. Vorteil von den gepökelten Sachen ist ganz einfach, sie verderben nicht. Dann machen wir uns, noch einen Kika. Wunderbar. Dann lagern wir den Kika, gekochte Kika, gepökelten Kika, den lagern wir uns mal ein. Die zwei, oder den einen werden wir jetzt mal schnabulieren. Okay. Sind wir ja wieder ein Stückchen weitergekommen. Und ein Blick auf die Uhr sagt mir, ja, auch wenn es schön ist, diese Folge ist leider auch wieder rum. Wie immer hat es mich gefreut, dass du dabei warst. Würde mich noch mehr freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Und ich sage, ja, bis zum nächsten Mal bei Subnautica. Tschüss.